Ja, Chris, es gibt erfreuliche News bei IBE. Du bleibst IBE erhalten, IBE bleibt dir hängen, du übernimmst 100% von IBE. Ja, das ist absolut richtig und das ist eine riesige Freude. Und ich denke, was wir da alles in den letzten Jahren auf gut Deutsch gepostet haben, miteinander, ist eine grossartige Familie, die da steht. Und es ist mir ein ganz grosses Anliegen, dass wir diese Familie auch weiterentwickeln können und sehr langfristig anheben. Aber es ist ein grosser Weg, wo ihr seid gegangen. Über 10 Jahre bist du bei IBE. Du hast schwierige Momente erlebt, sehr schöne Momente in den letzten Jahren, aber es ist ein Erkenntnis, den Weg gemeinsam weiterzugehen. Es ist tatsächlich so. Dazumal, als ich dazugekommen bin, Dan war schon etwas früher dabei, aber im wahrsten Sinne des Wortes haben wir dann nach die Namen ein bisschen aufräumen. Und so hat man mit dem Feintuning dann schlussendlich das Team angebracht. Ich rede jetzt nicht vom Rasen, wo du nicht spielst, sondern das, was im Hintergrund schlussendlich entscheidend ist und der Kopf ist von dieser ganzen Organisation und dafür sorgt, dass eine erfolgreiche Mannschaft dann da ist. Und das ist heute tatsächlich der Fall. Und umso mehr will ich das weiterbehalten. Und ich denke, dass mein Sohn Stefan jetzt auch schon ein paar Jahre im Verwaltungsrat ist, ist eben auch ein weiteres Zeichen, dass es uns ernst ist und wir wollen das IBE weiterhin erfolgreich haben. Abi Kirnberger, Jöcki und eigentlich die ganze Familie Reis sind ein Glücksfall für IBE, kann man sagen. Ja, unbedingt. Ein riesiger Glücksfall. Und das schon seit Jahren. Ich meine, wenn wir zurückschauen, der Andi und der Jöcki mit ihrer Geduld, mit dem Vertrauen, das sie aufgebracht haben, sie haben IBE uns allen Zeit gegeben, uns zu entwickeln, uns zu verbessern und den Status zu erreichen, den wir heute haben. Wir haben mit der Familie Reis eine Schweizer Lösung für Bern. Und das ist nicht erst seit heute ein Erfolgsgarant. Und es geht in die Zukunft weiter. Es geht weiter mit dem Vater, mit dem Jöcki, aber sein Sohn, der ja auch jetzt schon ein paar Jahre im Verwaltungsrat ist. Also eine Zusammenarbeit, die sich auch bewährt hat. Ja, absolut. Wir hatten ja schon bisher einfache Besitzverhältnisse mit den beiden Familien Reis. Und heute wird das jetzt noch einfacher, indem das IBE nur noch einen Besitzer hat. Und so einfache, klare Besitzverhältnisse sind aus meiner Sicht auch Basis für Ruhe und Stabilität im Verein. Gibt es etwas, was sich jetzt ändert mit diesem Entscheid, im Verwaltungsrat zum Beispiel? Nein, im Verwaltungsrat haben wir keine Änderungen. Das eingespielte Team bleibt unverändert bestehen. Der Jöcki und der Stefan sind auch heute schon im Verwaltungsrat als Vertreter der Aktionäre. Und daneben haben wir die 5 externen Verwaltungsräte. Der Schritt steht hier für Stabilität. IBE hält also am eingeschlagenen Weg fest und geht dann weiter. Ja, das ist richtig. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern. Unsere Unternehmensphilosophie, aber auch die vereinbarte Strategie werden wir so weitergehen. Wir sind auch sehr dankbar, dass Jöcki und Stefan als Aktionäre unsere IBE-Werte teilen. Die Werte mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind unsere Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und diesen Weg wollen wir gemeinsam so weitergehen. Insbesondere natürlich die letzten Jahre waren unglaublich. Mit 4-mal Meister in Folge, 2-mal Champions League, Cup-Sieger. Hättest du das jemals träumen, als du bei IBE eingestiegen bist? Absolut nicht. Das war jetzt wirklich eine super Leistung in den letzten Jahren. Und wir haben ja darauf gebibbert, dass wir endlich mal wieder Meister werden. Wir sind ja 2-mal haarscharf dabei, vorbeigeschlitzt. Aber dann, in dem 18. ist der denkwürdige Meistertitel eingefahren. Nach 32 Jahren. Und die Meisterfeier ist unvergesslich. Von dort an hat Bern einen neuen Auftritt gehabt. Bern ist eine neue Stadt geworden. Und ich denke, was da passiert ist, das kann wirklich nur in Bern passieren. Und das ist auch etwas, was man vielleicht insbesondere in der aktuellen Situation im Kopf behalten muss. Der lange Weg, den IBE ist gegangen, unter dir auch. Auch wenn es vielleicht im Moment jetzt nicht alles wunschgemäß läuft. Es ist das Gesamtbild, das man vielleicht auch anschauen muss. Ja, das ist halt der Sport. Einmal ist es wirklich absolut im Maximum. Und dann plötzlich gibt es halt einmal Störungen, wo wir im Moment ein bisschen drin sind.
Aber ich weiss, die Basis, der Zusammenhang, das Miteinander und Füreinander, das funktioniert. Und das wird IB wieder zu einem grossen Umzug mobilisieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft, IB mit der Familie Reis. Merci vielmals, Jöcki. Danke vielmals. Und allen alles Gute und viel Freude bei unseren gelb-schwarzen Matches.